Ihr seid bei Celine im Kunstraum und ich hatte ja versprochen, dass ich euch mitnehme bei diesem Bild Frühlingsbaum, wo ich ja hier schon die große Kiste gemacht habe. Ist aber etwas anders. Aber nee, so viel anders ist. Naja, gut, es ist jetzt anders aufgeteilt, ja. Aber so von der Struktur her ist es doch schon ganz schön ähnlich, sage ich mal. Jo. Ich habe mir die Papierlegende nochmal angeschaut. Und da muss ich euch sagen, da war ich echt überrascht. Wo habe ich die denn jetzt? Oh Mann, oh, ich habe sie doch gerade noch gehabt. Tja, jetzt ist sie weg. Weggeflogen. Und zwar steht hier, die 2 ist ein AB-Stein. AB003. Und dann die 3, also die 7, ist auch nochmal ein AB-Stein. Die 3, das sind auch nochmal AB-Steine. Super. Und bei der 4, das schwarze, da stand dann die 310. Und ich habe mal schwarze AB's genommen, weil mich das einfach mal interessiert hat. Und die 7 ist die 03. Die ist auch oft vertreten. Das ist auch nochmal ein. Also das ist. Und die 2 sind auch AB-Steine. Wahnsinn. Ich weiß noch gar nicht, wie ich dann die wegräumen kann. Also wegsortieren. Unter dem Motto 003. Und das andere heißt nur YQ und MY. Ja, schaue ich mal. Ich habe ja schon eine ganze Menge Strasssteine. So, dann wollte ich euch mal mitnehmen bei der 2. Und die 4 habe ich schon gemacht hier mit den AB-Steinen. Mit der 310. Ich wollte das einfach mal ausprobieren, die 310. Und jetzt ist die Nummer 2 dran. So, dann schauen wir mal, wo überall die Nummer 2 ist. Ich hatte angefangen und dann habe ich gedacht, nee, jetzt musst du gleich nochmal ein Video drehen, weil ich das ja beim Unboxing gar nicht so erkannt habe. Dass da AB steht. Ja, und bei den AB-Steinen habe ich wieder Probleme mit dem Aufnehmen. Irgendwann ist das Wachs dann alle. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ach, wo habe ich denn jetzt? Wollt ihr auch eins haben? Meine Nervennahrung heute. Nun sagt man, jetzt ist hier alles weg. Das ist ja echt lustig. Ach, Wenn ich AB-Steine painte, muss ich oft nachlegen. Als ob die Schicht darüber, die hier oben drauf ist, den Wachs wegnimmt. Geht euch das auch so? Ich weiß es nicht. Übrigens habe ich jetzt den Rat von, ich glaube, Manuela war es, mit diesen
mit dieser Knet, wie hatten Sie gesagt, Knet, wartet mal, ich habe noch die Beschreibung da, Klebeknete, gekauft und gestern Abend ausprobiert und ich konnte wirklich den ganzen Abend pinden, ohne dass irgendwas passiert ist. Wahnsinn. Das gefällt mir wirklich sehr gut und ich bin total happy. Ja, das Bild werde ich wohl dieses Wochenende fertig bekommen. Ich werde die Videos hintereinander, ja, schneiden und dann könnt ihr das sehen, wie das Bild zustande kommt. Denn ich habe jetzt sehr oft gelesen, dass euch das interessiert. Und falls ich mich wiederhole, sorry. Aber ich möchte das Bild so schnell wie möglich schaffen, weil ich dann noch einen Rahmen besorgen möchte und dann das in meine Jahreszeitenecke aufhängen möchte. Und da ich ja zurzeit nicht besticken kann, da habe ich ja das Bild genauso nochmal. Habe ich gedacht, dann paintest du erstmal das Bild. Ja, mit Strasssteinen sieht das natürlich klasse aus. Das Bild habe ich von Diamond Painting Deutschland. Das war eigentlich nur noch, ja, weil ich alles durchgeguckt habe und dann habe ich die Bäume gesehen. Und dann habe ich gedacht, kaufst du dir erstmal nur eins, um zu schauen, wie die Bilder sind. Ich glaube, 12,50 Euro kostet so ein Bild. Und wenn das dann gut ist, kann ich ja dann immer, wenn ich wieder mal was bestelle, wieder ein weiteres Bild dazu bestellen. Aber ich glaube, ich werde das wohl immer wieder mal dazu bestellen. Es gefällt mir wirklich gut. Ja, und dass ich jetzt hier aus dem Schwarz Strasssteine gemacht habe, aus den schwarzen, aus der 310, die AB-Steine probiert habe, das ist, für mich ist es immer wichtig zu schauen, wie kann ich das Bild noch aufpeppen? Wie kann ich das Bild einmalig machen? Denn nur so einfach painten, wie es da vorgegeben ist, ist mir echt zu langweilig. Also überlege ich bei jedem Bild, wo kannst du AB-Steine einsetzen? Wie kannst du das Bild anders gestalten? Um auch irgendwo eine Einmaligkeit zu haben. Ne? Ich könnte niemals so ein Bild einfach nur so runterpinden, so wie es vorgeschrieben ist. Ich möchte meine eigene Note mit reinbringen. So, ich mache jetzt die zwei hier fertig und wenn die fertig ist, schalte ich erstmal das Video wieder ab und nehme euch dann wieder mit, wenn es weitergeht. Und wenn ich das dann zusammenschneide als ein Video, dann habt ihr wieder das Video und seht, also praktisch ein gesamtes Video und seht, wie das Video, wie das Bild entstanden ist. Von den Maßen her muss ich wirklich erstmal gucken, ob ich da einen Rahmen kriege. Ich werde mal bei Amazon gucken, ob es da sowas Ähnliches gibt. Denn das sind wieder
Keine schönen Maße. Obwohl es sehr quadratisch aussieht. Aber ist euch schon mal aufgefallen, also mir ist das jetzt letztens aufgefallen, dass es kaum Bilder gibt, also Bilderrahmen, die quadratisch sind. Nur rechteckige. Ganz, ganz selten. Ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt einen Rahmen ringsrum machen möchte, nehme ich dann für alle vier Bilder denselben Rahmen? Oder ja, das würde ja dann auch gut aussehen, ne? Ich weiß nicht, ob weiß passt für alle Bilder. Aber schwarz möchte ich nicht nehmen. Schwarz sieht immer so nach Trauer aus. Rot ist auch keine schöne Farbe. Jetzt für alle Jahreszeiten. Na, da bin ich gespannt, ob ich da was Passendes finde. Na, ich muss mal gucken. Meistens ist es ja so, wenn man es dann sieht, dass man dann sagt, oh ja, das würde gut passen. Oder ich gehe mal bei Wunschbilderrahmen. Da kann ich, wenn ich das Bild fotografiert habe, das Bild in einen Bilderrahmen einsetzen und dann kann ich gucken, wie das wirkt. Das finde ich genial. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber das finde ich schon mal eine ganz nette Sache. Tja, habt ihr auch Frühlingsbilder? Hängt ihr euch die Frühlingsbilder auf oder paintet ihr die nur dann, um damit sie dann in die Dokumentenmappe kommt? Das möchte ich eigentlich nicht. Klar werden es auch einige Bilder sein, die dann dort reinkommen. Aber ich suche mir meine Bilder wirklich aus nach meinen Themen, die ich zurzeit habe. Zurzeit heißt ja nicht, dass das für immer bleibt. Das sind einmal die Jahreszeiten. Das sind die ganzen Drecklingsbilder. Dann abstrakte Bilder. Und Schmetterlinge. Die Eulenbilder kommen noch. Und Weltall. Das sind so meine Themen, wonach ich dann halt gucke. Wonach sucht ihr euch die Bilder aus? Das würde mich echt mal interessieren. Es geht schon wieder los. Tja, da war ich ja echt überrascht heute, wo ich mir die Papierlegende angeschaut habe. Dass da AB drauf stand, das war mir gar nicht so bewusst. Ich habe gedacht, das ist ein billiges China-Bild und dann ist gut. Aber nicht bei Diamond Painting, stelle ich mal so fest. Ich habe jetzt doch mein Josephine Wall-Bild mit hochgenommen. Kunstraum. Oh, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie mir das in den Finger juckt. Oh, ich würde am liebsten gleich anfangen. Aber meine eine Stimme sagt, fang an, fang an. Und die andere Stimme sagt, oh, du wolltest erst das andere Bild fertig machen. Du hast gar keinen Platz dafür. Du weißt noch gar nicht, wie du das einsortieren möchtest.
Was meint ihr? Soll ich anfangen? Ja, das ist ja alles in Zipptüten. Das habe ich ja nun schon mitgekriegt. Ich räume ja gerne, ich bereite ja gerne die Bilder vor. Da werde ich euch auf alle Fälle mitnehmen. Ich hoffe dann hoffentlich, dass das dann nicht so langweilig ist für euch. Aber nach welchem Prinzip ich das dann sortieren werde. Ich habe mal gesehen, da hat eine so nach Haushalt und alltäglichen Sachen gesortiert. Oder nach, habe ich gesehen, nach dem C-Nummer aufsteigend. Ich habe mir ja schon so viel angeguckt. Oder die eine hat das nach Farben gemacht und das finde ich auch ganz toll. Ich glaube, das war die Nadine, die das dann, die Aufkleber nach Farben sortiert hat. Und dann heißt es, drei Steinchen, zwei Steinchen, ein Steinchen. Und du siehst keinen Erfolg. Aber das Bild, das ist, ich glaube, das ist ein Traum. Kristall der Verzauberung. Ich habe das Bild gesehen und habe gesagt, das ist es. Das ist mein Bild. Was dann auch im Schlafzimmer kommt. Zurzeit hängen ja die Bilder von Griechenland noch. Ich war in Griechenland zum Malen. Aquarellmalerei war auch super schön. Ach, hier sind noch zwei. Ich habe schon gedacht, ich bin fertig. Ja. Dann müsst ihr euch vorstellen, weiße Häuser, Griechenland, ne? Auf weißem Papier malen. Das war schon irre. Der Maler war auch die Wucht. Das war ein deutscher Maler. Der war auch gleichzeitig, ja, sagt man, Reiseleiter. Wir haben jeden Tag immer zu anderen Tageszeiten gemalt, an anderen Orten. Tag und Nacht. Es war einfach nur ein Traum. Das war auf der Insel Patmos. Da kommt man nur mit der Fähre hin. Wir mussten also bis Kos fliegen. Meistens dort eine Nacht übernachten. Und dann, je nachdem, wann die Fähre fuhr, mit der Fähre mindestens 2 Stunden zur Insel. Und dann 14 Tage gemalt. Und dann wieder nach Hause. War schon schön, ich war 2-mal da gewesen, aber jetzt ist so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ja, auf der Insel kennst du alles. Aquarell ist nicht so mein Ding, muss ich sagen. Ich habe es mitgemacht, ja, es ist nicht schlecht, aber dass ich jetzt sage, ich male nur noch Aquarell, Und bin so der Typ, der gerne was anderes noch kennenlernen möchte von der Welt. Ich bin bloß froh, dass ich vor Corona schon sehr viel unternommen habe. Auch mit dem Kreuzfahrtschiff. Also alles, was Europa möglich war, habe ich schon geschafft, außer Norwegen da oben. Das war dann echt zu teuer für eine einzelne Person. War schon spannend. Jeden Tag im anderen Hafen. Und da waren so einige Orte, wo ich sage, da würde ich gern nochmal hinwollen. Zum Beispiel Malta.
Oder alles da unten, was Kroatien, Montenegro, alles das, was da ist. So, ich glaube, ich habe die zwei geschafft. Ja, ich hatte mir ja vorgenommen, jeden Tag ein bisschen wenigstens eine Farbe zu painten. Aber jetzt will ich doch noch mal gucken. Die zwei. Nee, die sieben. Die sieben. Nee, nochmal. Die sieben ist das D. Die sieben. Ich werde das nie lernen. Also die sieben hier ist die 03. Und die 03 ist ein AB-Stein. Die 03 ist ein Abi. Ach, das probiere ich nochmal schnell aus mit euch und dann ist Schluss für heute. So, ich schneide das nochmal schnell auf. Und dann gucken wir nochmal schnell bei der 7. Wie ich das dann wegsortiere, weiß ich auch noch nicht. Ich werde dann einfach bei der 04 und bei der 003, ich meine, diese Zahlen in der DMC-Liste gibt es ja nicht. 07 und 03. Aber ich kann ja dazu schreiben. Ah ja. Strass. Ich muss nochmal schnell gucken, ob ihr auch wirklich alles seht. Jo. Also 07 ist ja wirklich ganz viel hier. Ich hole euch nochmal runter. Dass ich nochmal gucke, wo ist die 07? Hier in der Mitte. Das müsstet ihr dann sehen. Das hätte ich ja noch nicht gedacht, dass sie hier AB-Steine mit einsetzen. Und da will ich mir die anderen Bilder auch noch holen. Also von der Qualität her tippitoppi. Kann ich nicht anders sagen. Guckt euch das mal an, wie das glitzert. Wie das glitzert. Ups. Es ist wirklich ganz, eine ganze Menge hier. 07. Ja, da freue ich mich schon. Dann werde ich nachher gleich noch mal mein anderes Bild, wo ich ja den Viererbaum habe, der dann zusammengesetzt wird. Und dann kommen ringsrum, kommt immer passend zur Jahreszeit, mein Bild oder die Bilder. Ja. Gut. Dann habt ihr erstmal wieder hier weiterverfolgen können, wenn ich dann wieder ein Stückchen geschafft habe, nehme ich euch dann wieder mit dazu. Ich sage Tschüss, eure Celine aus dem Kunstraum.